keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hi und herzlich willkommen zu unserem heroischen Raid-Guide für Ilgenoth aus dem smaragdgrünen Albtraum. Der Boss besteht aus zwei Phasen und in der ersten Phase müssen wir das Auge von Ilgenoth bekämpfen. Leider können wir es nicht direkt angreifen, da es 99% weniger Schaden erleidet, können aber die Ads davor töten. Unter anderem sind das so Tentakeln, die ihr hier seht. Sobald die sterben, spawnen Albtraumsekrete. Diese fixieren einen Spieler und wenn man diese vor dem Auge zum Platzen bringt, erleidet es Schaden in Höhe von 5%. Das heißt, wir müssen 20 von diesen Albtraumsekreten vor dem Auge zum Platzen bringen, damit das Auge 0% hat und wir in Phase 2 eintreten können. In Phase 2 bekämpfen wir dann das Herz, dazu komme ich aber gleich noch. In der ersten Phase gibt es insgesamt 4 verschiedene Ads, die diese Albtraumsekrete spawnen lassen. Da haben wir zum einen das Dominanztentakel, welches zerrüttendes Gebrüll wirkt, solange sich kein Spieler in Melee-Reichweite befindet und fügt so den ganzen Raid Schaden zu. Dann hat es noch den albtraumhaften Furor. Da bekommt der Tank massiven Schaden, weshalb er Cooldowns ziehen muss und weshalb auch die Dominanztentakel sehr schnell sterben muss. Die dritte Fähigkeit der Dominanztentakel ist die Erdpeitsche. Da visiert sie random einen Spieler an und macht diese Linie, die ihr rechts im Bild seht, in Richtung des Spielers und fügt allen Spielern da drin Schaden zu und stößt diese zurück, weshalb der anvisierte Spieler das Ganze auch aus dem Raid rausdrehen sollte. Als nächstes haben wir die Verderbertentakel. Die hat nur eine Fähigkeit, aber diese ist enorm wichtig, nämlich Verderbnisspeien. Da bekommt ein Spieler einen Debuff, der schnellstmöglich aus dem Raid raus muss, denn er legt anschließend alle 2 Sekunden diese roten Pfützen ab, die wir dort sehen. Diese machen enorm Schaden und sollten deshalb auch nicht im Raid liegen. Das nächste Add, die Todesblick-Tentakel, hat ebenfalls nur eine Fähigkeit, nämlich Gedankenschinden. Das castet sie random auf einen Spieler, macht auch enorm viel Schaden und es kann unterbrochen werden und muss es auch unbedingt. Deswegen sollten sich auf jeden Fall Spieler darum kümmern. Ansonsten macht die Tentakel rein gar nichts. Das letzte Add ist das Albtraumschrecken. Dieses muss getankt werden und aus dem Raid rausgedreht werden, denn es wirkt Auge des Schicksals. Da fügt es allen Spielern vor sich enorm viel Schaden zu und diese Spieler erleiden zusätzlich einen Debuff, der den nächsten Auge des Schicksals Schaden um 50% erhöht. Weshalb sich auch die Tanks beim Tanken abwechseln sollten, denn der Debuff stackt und irgendwann ist der Schaden auf den Tank dann auch zu groß. Zusätzlich hat das Albtraumschrecken die Fähigkeit Sickernde Verderbnis, wodurch sie regelmäßig die Albtraumverderbnis ablegen. Das sind dieselben roten Pfützen, die man durch die Verderbertentakel ablegt. Und der Tank muss unbedingt darauf achten, den Mob weiterzuziehen, sollten die Melees keinen Schaden mehr drauf machen können dadurch. Sobald die Ads sterben, spawnen wie schon erwähnt daraus diese Albtraumsekrete. Diese müssen von den fixierten Spielern gekitet werden, so lange bis man genügend hat, um sie vor dem Auge zusammenzusammeln und dort wegzuaien. Sobald man dann 20 davon vor dem Auge zum Platzen gebracht hat, beginnt Phase 2, das Auge verschwindet, dort ist dann ein Eingang und wir können Schaden auf das Herz machen. In Phase 2 gibt es nur eine Fähigkeit, auf die man achten muss, nämlich verfluchtes Blut. Dabei werden im normalen Modus 6 und im heroischen Modus 8 Spieler markiert. Diese erleiden alle 2 Sekunden lang Schaden und nach 8 Sekunden explodieren die Spieler und fügen in einem sehr großen Radius, man sieht es hier, allen Spielern Schaden zu, weshalb der Raid auch so nah wie möglich am Herz steht und die betroffenen Spieler ganz nach außen zum Rand laufen. In Phase 2 hat man 50 Sekunden lang Zeit, so viel Schaden wie möglich zu machen, denn das Herz wirkt dunkle Rekonstitution. Dabei lässt sie einfach das Auge nachwachsen und sollte man sich nach diesen 5 Sekunden noch im Raum von dem Herz befinden, ist man sofort tot. Anschließend muss man wieder das Auge zerstören und ist somit quasi wieder in Phase 1. Nach dem doch recht langen Vorwort kommen wir endlich zum Countdown. Zum Beginn kümmern wir uns natürlich um die beiden Dominanztentakeln. An jede muss ein Tank ran.
Links haben dann die Melees down gemacht, rechts die Caster. Und dabei darauf geachtet natürlich, dass die Erdpeitsche, die random auf einen Spieler gecastet wird, nicht in den Raid geht. Wir sehen das hier rechts am Rand. Anschließend spawnen die Albtraumsekrete. Diese müssen, wie gesagt, gekitet werden von den fixierten Spielern. Können auch ein bisschen low gemacht werden, sollten aber nicht zu low sein. Nicht, dass sie außerhalb der Reichweite vom Auge sterben, das wäre nämlich schlecht. Das Todesblick-Tentakel, wie schon erwähnt, muss unterbrochen werden, sobald es Gedankenschinden castet. Und sobald das Todes-Spawn auch daraus wieder die Albtraumsekrete. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, diese zusammenzuziehen vor dem Auge und zu töten. Ihr könnt sie CC'en, ihr könnt sie kicken, stunnen. Hauptsache, ihr haltet sie irgendwie vor dem Auge. Und die Spieler sollten dann aus diesen Explosionen, die die Albtraumsekrete machen, rausgehen. Was ich im Vorwort noch nicht erzählt habe, ist, dass das Auge Albtraumstarren wirkt. Wir sehen gleich hier so einen roten Strahl, random auf irgendeinen Spieler. Dieser fügt einfach Schaden zu, muss weggeheilt werden. Also es sollte kein Spieler zu low sein, denn es könnte immer sein, dass er davon getroffen wird. Nun folgt eine etwas hektischere Phase. Wir haben einen Albtraumschrecken, zusätzlich spawnen zwei Verderbertentakel und jetzt noch gleich eine Todesblick-Tentakel. Diese wird unterbrochen, aber zunächst erstmal die Verderbertentakeln gefokust. Und sobald diese tot sind, kümmern wir uns um das Todesblick-Tentakel und als allerletztes erst um den Albtraumschrecken. Denn wenn die Tanks sich immer abwechseln und den Mob aus dem Raid drehen, ist es relativ ungefährlich. Durch die vielen Adds spawnen auch recht viele Albtraumsekrete, die, wenn sie zu low sind, auf jeden Fall Richtung Auge gezogen werden müssen und dort getötet werden müssen. Wir sehen das jetzt hier oben. Da waren welche recht low. Allerdings haben wir geplant gehabt, dass wir erst noch das Albtraumschrecken töten und anschließend die ganzen Blobs sammeln vor dem Auge. Das machen wir jetzt auch und ich habe auch ein Fixieren. Ich laufe vor das Auge und sobald das Albtraumsekret, was mich verfolgt, vor dem Auge ist und dort gestunt ist, kann ich wieder raus aus der ganzen AE, denn wie gesagt, macht das Schaden und das sollte man nicht unbedingt abbekommen. Das Auge hat jetzt hier noch 20%, das heißt, wir brauchen noch 4 von den Albtraumsekreten. Es spawnt wieder eine Todesblick-Tentakel, die von uns unterbrochen wird und getötet wird. Zusätzlich 2 Verderber-Tentakeln, die wir dann ja eigentlich priorisieren, aber in dem Fall ging sich das relativ gut aus. Da wir jetzt wieder 4 von den Albtraumsekreten haben, sammeln wir sie vor dem Auge wieder und töten sie dort. Schön mit Wegkicken und Stunts arbeiten, damit sie ja nicht zu weit von dem Auge entfernt sind. Das Auge hat nun 0%. Wir können jetzt in Phase 2 das Herz angreifen, müssen uns aber um das Herz herum verteilen, um verfluchtes Blut nicht zu geknubbelt zu haben. Dabei sollten halt die sehr mobilen Klassen hinten stehen, wie zum Beispiel Dämonenjäger. Wenn man von verfluchtes Blut betroffen ist, rennt man zum Rand, steht verteilt, so dass man außerhalb der Reichweite zu anderen Spielern steht, rennt dann zum Herz wieder zurück, sobald das explodiert ist und macht weiter Schaden auf das Herz. Es ist extrem wichtig, hier viel Schaden auf das Herz zu machen, deswegen haben wir auch Kampfrausch gezogen. Der Boss bzw. das Herz hat jetzt noch 35% und wir haben noch knapp 15 Sekunden Zeit, Schaden zu machen. Brauchen aber auch eine gewisse Zeit, um rauszurennen. Deswegen laufen wir ungefähr bei 10 Sekunden Rest weg. Ihr seht das jetzt hier. Wir rennen wieder raus aus dieser Kammer. Und sobald der Cast dann durch ist, ist das Auge wieder da. Und wir bekämpfen wieder 2 Dominanztentakeln und das Spiel geht von vorne los. Der einzige Unterschied zur ersten Phase ist, dass die Tentakeln alle ein wenig weiter wegspawnen. Ansonsten ist es exakt dasselbe. Alle Adds töten, dann die Sekrete am Auge explodieren lassen. Sobald das Auge 0% hat, geht ihr rein in die Kammer und macht noch die restlichen HP down und könnt dann anschließend looten. Da sich, wie gesagt, das Ganze nur noch wiederholt und der Guide bereits 10 Minuten lang ist und wir auch mal auf den Punkt kommen möchten,
bedanken wir uns bei euch fürs Zusehen, für euer Interesse. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, postet sie unten in die Kommentare. Weitere Videoguides findet ihr wie immer auf www.mmozone.de und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer guten Loot.